Ein herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Projekt. Es geht darum, meine Tochter ist mit einem Wunsch an mich herangetreten. Sie wollte unbedingt ein kleines Regal bauen. Ja, ich rufe jetzt meine Tochter und dann können wir mit dem Projekt starten. Papa-Tochter-Projekt heute mal. Und los geht's. So, guck mal, jetzt haben wir uns hier Holz besorgt. Aber jetzt müssen wir das Holz immer vom Plastik befreien. Okay, wir haben hier ganz normales Leimholz, Kiefer verwendet, 80 mal 25. Wollen wir uns noch eine Zeichnung machen? Ja. Na gut, dann machen wir uns noch eine kurze Zeichnung. Aber ich denke, wir haben das ja ungefähr. Wir haben das ja ungefähr schon im Chaos. So, wie machen wir das? Ich denke mal 80 mal 25 mal und hier 80, ne? Machen wir den komplett auf die Länge. Ja? Und wie viele Fächer? Vier Fächer. Genau. Und ich denke mal, guck mal, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Holz. So ein schönes. Ich glaube, das ist eine alte Tür gewesen oder so. Hopsa. Und den machen wir unten als Fuß noch, ne? Hier ist noch ein bisschen anderes Material noch. Das ist auch so eine alte, vom alten Schrank noch. Und das müssen wir uns erstmal zusiegen. Damit wir dann die Bretter in der Mitte bekommen. Und das machen wir jetzt. Machen wir Gehrung oder machen wir keine? Ja, doch. Machen wir, ja? Mhm. Okay. Also sägen wir Gehrung. Aber wir müssen ja jetzt noch so eine... Die Innenbretter kommen ja noch. Wollen wir die Innenbretter genau hier bündig ransetzen? Oder wollen wir die Innenbretter vielleicht nur 24 machen? Dass die so ein bisschen drinstehen. Ich denke, sie sieht besser aus, ne? Mhm. Okay, weil wir das nämlich jetzt nämlich so zu sehen. Also machen wir es 24, ja? Ja. Setzen wir ein Centi rein. Stell dich mal hier her und halt mal das richtig fest, halt mal richtig auf, dass ich gegendrücken kann, weißt du? Und dann immer gleich wechseln, dann brauche ich sie nicht ausmachen. So, jetzt haben wir das. Sieht aus wie ein Roboter. So ein Schlafender. Ja. Wofür ist denn das? So, jetzt zeige ich dir mal gleich den Verbindungstrick. So. Und jetzt haben wir Dübel. Ein Dübel? Was ist mit den Dübeln? Das ist ein Zehner. Und auf Zehner haben wir gedübelt, ne? Ah, dann steckst du die hier rein und dann machst du... Dann wird das verleimt, genau. Dann machst du...
Ne? Dann machen wir das gleich oder erst, wenn wir gestrichen haben? Nee, das wird gleich alles gebaut, alles fertig gebaut. Und dann frisch gestrichen. Das wäre ein schöner Name. Sieht aus wie Waffeln. So. Das sind Waffeln, ja. Die sehen auch aus wie Waffeln. Und dann einmal reinstecken, oder wie? Einfach reinstecken, ja. So? Ja, die müssen richtig tief. Vielleicht auch raus. Ja, kann auch rauslaufen. Auch klappen. Ah. Ja, ich. Genau, hau mal richtig auf da. Das ist so schlimm. Ach man. War ein bisschen zu doll. Das war ein bisschen zu doll. Das ist eine Drehschraube, guck mal. Ey, glaubst du das? Oh, das klebt. Ah, aber. Ja, ist doch Kleber. Ja, aber das klebt. Aber eine Haare. Da bin ich halt helfen. Wo ist denn das eben hier? So ran hier. In die Ecke. Ey, aber das da. Warte mal. Genau. Also, da kannst du nicht mehr. Hier so? Du musst jetzt zusammenhalten. Möchtest du helfen? Mach mal unten, das war das hier unten, ne? Hast du? Oh Gott. Hat das hier irgendwie ja immer noch nicht so drin, wie es drin sein soll. Kann ich mal draufklappen? Ja. Ich krieg ja gleich einen Herzkopf für den Mensch. Mach mal. Ja, dann müsste man die Diagonalen gucken. Ja. Was stimmt hier nicht, du? Was stimmt nicht? Das sind 7,5. Ist nicht gleich, oder was? Das sind 8,5. Also noch mal ein bisschen draufklappen. 18? Bin ich noch nicht. Das sind 1,80 Meter, genau. Jetzt passt das. 76,5. Das sind genau. Ich kann nicht rechnen. 35, 3, 38, ich kann sowas gar nicht mehr. 25. Ja. Boah. Genau, Luft. Jetzt tiefer auch nochmal. So 2, 3. Und bitte schön die Mitte treffen. Aber wir können ja trotzdem jetzt mal imaginär besprechen, wie weit du die Kante haben möchtest. Oder weiter noch rein? Meinst du das? Den Fuß unten. Ja, lieber so. So, ne? Ja. Ist ein bisschen kleiner, ne? Aber nicht so, dass es dann hier gleich absteht, das sieht ja doof aus. Oder noch ein bisschen tiefer. Dann ist der Fuß weiter draußen. Nee, lieber ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter dünner ran. Also so einen halben Zenti ran, ne? Ja. So, komm, dann mal die Ringe hier mal. Okay, dann können wir vielleicht mal gleich die Rote wieder zusammenrollen. Mhm. Und dann. Also benennen. Thank you.
Mach ich mal darüber. Ach, ja. Jetzt muss er den ein bisschen ankippen. Mach mir lieber, ich mach da nur. Warum? Schon weiter drin. Und schön windig hier so. Wir machen jetzt die hintere Wand dran. Und dann. Das ist nicht die hintere Wand, das ist die Rückwand. Ja. Hintere Wand. Aber das können wir dann später entscheiden, ne? Ja. Sehen Sie, wie das reißt. Meine lieben Zuschauer, das soll schon gewesen sein von diesem Papa-Tochter-Projekt, von diesem kleinen Regal. Ich sag mal so, das ist ein kleines Regal, aber ich finde die Möglichkeit immer sehr, sehr prima, dass man die Möbelstücke, die man denn so haben möchte, so sich so selber zusammenstellen kann nach eigenen Wünschen. Ihr habt es ja selber gesehen. Wir haben das Regal auf Gehrung zusammengeleimt. Das war jetzt natürlich ein bisschen, sagen wir mal, eigentlich war es eine unnütze Arbeit. Man hätte das wirklich auf Stoß zusammenleimen, zusammenbauen können. Dann wäre das genauso, weil man hat ja wirklich alles gespachtelt. Ja, aber im Großen und Ganzen, ihr habt es ja gesehen, schaut mal, ihr habt es ja gesehen, meiner Tochter hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ne? Das soll es gewesen sein von diesem Papa-Tochter-Projekt. Ich freue mich auf ein nächstes Projekt mit euch. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bin raus. Oder wir sind raus. Ciao.